Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind mal wieder am Start zum Skifahren und Snowboarden. Aber eigentlich geht es heute vor allem um das hier. Das ist nämlich die neue Insta360 Go. Also die zweite quasi. Und sieht dann so aus. Bietet unglaublich viele Möglichkeiten mit ganz schön viel Zubehör. Das hier ist schon alleine ein kleines Mini-Stativ. Und ja, wir werden einfach mal ausprobieren, was wir alles damit machen können. Hier kann man sie zum Beispiel überall hinkleben. Das ist echt witzig. Wir haben es schon im Auto versucht. So, jetzt schwebt die Kamera, aber für euch schaut es wahrscheinlich genau gleich aus, denke ich mal. Wir wenden mal in die andere Richtung. Du kannst es auch drehen. Ja, so gut. Da seht ihr zumindest jetzt schon Berge. Wir wollen es beim Heimfahren dann noch auf dem Auto versuchen, dachten vielleicht an die Gondel auf jeden Fall, aber auch auf dem Snowboard und auf dem Ski wollen wir mal testen. Das ist aber noch nicht alles, es gibt noch viel, viel mehr Zubehör. Was gibt denn die Hosentasche noch so her? Ja, fein. Ja, da werden wir uns einfach mal ein bisschen durchprobieren und euch wahrscheinlich mit ganz vielen neuen Perspektiven versorgen. Und dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Also, sieht auf jeden Fall richtig geil aus, was man machen kann. Mal sehen, ob wir das so hinbekommen, wie es gedacht ist. Ich denke schon, auf jeden Fall bekommen wir es so hin. Sind weiter weg. Das ist ein Weitwinkel. Ja, ja, genau. So, so. Also, dann viel Spaß. Jetzt sind wir schon drin im Lift. Bis jetzt ist noch keiner gefahren. Wir haben zu den ersten gehört. Und das sieht echt gut aus. Mal schauen, wie viel das in echt dann ist. Ich hoffe, viel. Da, da. Schon, ja, da hatten wir schon viel Spaß heuer. Schnell, 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 schieb mit, los, los. Ich muss jetzt noch. Wie ihr seht, war das heute wirklich nochmal ein Hammertag mit gigantischen Bedingungen und wir waren auch nicht ganz alleine unterwegs, denn so schnell wie heute war es selten alles verspuren. Aber wir haben den ganzen Tag über richtig geile Lines finden können. Wie gesagt, soll es aber ja nicht nur um das Fahrvergnügen gehen, sondern vor allem eben auch um diese kleine neue Kamera. Es ist immer wieder eingeblendet, wenn mit der Insta Go gefilmt worden ist und wie ihr sehen könnt, ist die Bildqualität echt hammermäßig. Also
Auch das Mikro ist super. Wir sind echt überrascht, was die alles leisten kann. Jetzt dann hinten raus, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, seht ihr auch noch ein paar Sequenzen im Tunnel. Sogar die Lichtstärke ist wirklich richtig gut. Also wir sind total begeistert, was die alles leisten kann. Hätten damit in diesem Umfang auch tatsächlich nicht gerechnet. Was wir nicht testen konnten bisher, die ist auch bis zu 4 Meter wasserdicht. Und es gibt die Möglichkeit, andere Linsen aufzusetzen, dass, wenn es besonders hell ist, eine Linse mit Filter eingesetzt werden kann. Also Möglichkeiten ohne Ende. Die werden wir sicher noch öfter zum Einsatz bringen und euch hoffentlich mit vielen lustigen Bildmaterial versorgen können. Falls ihr noch weitere Infos zur Kamera haben wollt, habe ich euch natürlich auch den Link in die Infobox gepackt. Und dann könnt ihr da einfach mal reinklicken. Da bist du, Stefan. Da genau stehen. So, bei uns geht es jetzt noch ein Stückchen rauf und dann hoffentlich mega geil runter, oder? Steil geil runter. Oh. Ich glaube, das ist das Steig noch. So, jetzt sind wir oben und hocken noch ein bisschen in der Sonne. Schauen uns gerade mal die Bildqualität bei bestem Sonnenschein von der Insta360 Go. Wir sitzen auf meinem Snowboard und wie Petra sich da draufgesetzt hat, sind wir im Tiefschnee versunken. So viel schöner, flauschiger Schnee. Was auch immer er damit jetzt sagen will. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir da irgendwas raushören. Die ersten Äpfel aus dem Interim im Februar war so warm, die sind schon obliert und gewachsen. Und die kann man jetzt essen im Spätwinter. Haben wir, oder? Wahnsinn. So, der Vicky muss mir einen Schneeball zuschmeißen, dass er sieht, oder? Wow! Wow! Was mich wirklich auch total überrascht hat, ist, wie gut diese Kamera auf dem Ski gehalten hat. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, ob sie hält, aber im Nachhinein war es so, dass ich sie am Ende kaum mehr runtergebracht hätte. Also wirklich super gut. Wir testen eben gerade die Funktionen aus und machen jetzt ein Zeitraffer-Video von der Gondelfahrt für euch. Und hier hängt sie ganz brav mit diesem Klebefuß und filmt für euch. Und dabei ziehe ich mir schon die Videos des Tages runter. Die sind alle hier gespeichert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, bin sehr gespannt, was da alles rauskommt. Funktioniert anscheinend sehr gut. Jetzt werden wir auch noch mal probieren, dass wir es aufs Auto pappen und mal sehen, ob sie dann bei 240 noch dran ist. Ja, wie der Nico schon gesagt hat, versuchen wir jetzt mal noch das beim Autofahren. Und da ist sie schon. Mal sehen, ob das alles so klappt. Wie gehofft. Oh Mann! Wahnsinn! Keine weiteren Fragen. ein bisschen daraus ja, richtig Spiritus. Schon weh. Hier haben wir die Kamera jetzt eben, wie schon öfter erwähnt, in verschiedensten Positionen auf dem Autodach untergebracht oder eben auch auf der Motorhaube. Und das sind die Bilder davon.
Zum Abendessen gab es bei uns dann eine Minestrone, also eine italienische Gemüsesuppe, und das bedeutet einiges an Schnippelarbeit. Auch hier haben wir die Kamera einfach an der Dunstabzugshaube festgemacht und dementsprechend könnt ihr das jetzt alles im Zeitraffer mitverfolgen. Sau cool, selten hat mir Filmen so viel Spaß gemacht, weil das einfach wirklich viele, viele Optionen bietet und das mega witzig ist. Noch schnell abgießen von den Nüdelchen und dann seht ihr auch schon, wie unsere fertige Suppe aussieht. Na, was sagt ihr dazu? Sie ist jetzt aufgestellt und filmt uns gerade beim Essen. Zu spät. Prost! Das ist nur Tee. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Wer trinkt bitte schön Tee zur Minestrone? Also, was glaubt ihr? Also, hallo, schau mal, es gibt gar keine, es ist überhaupt keine Kohlensäure drin. Yes! Damit ist die Minestrone auch schon fertig. Fehlt nur noch der Parmesan. Und ich habe einen kaputten Teller bekommen. Ich hoffe, dass die Scherbe nicht da drin ist. Nein, das ist schon länger. Achso. Kaputti. Kaputti. Tja, warum hat der kaputt ihn aufgehoben? Oder ist der erst vor kurzem kaputt gegangen? Nein, man muss ja nicht gleich alles wegschmeißen. Achso, okay. Gut. Damit hoffen wir, es hat euch gefallen. Die Kamera hat uns echt ganz schön begeistert. Cool, was man alles machen kann. Und die wird jetzt sicher öfter zum Einsatz kommen. Und sehr handlich. Also man kann sie wirklich überall mitnehmen. Und ja, passt ganz gut. So, jetzt essen. Jawohl, essen. Juhu!